Wir sind auf der Fehmarnsundbrücke. Das ist immer wieder ein Erlebnis. Schön, dass man hier nur 30 fahren kann, dann hat man etwas mehr Zeit für den Ausblick. In den 50er Jahren, da muss die Brücke irgendwann errichtet worden sein. Vorher konnte man Fehmarn von hier aus nur mit der Fähre erreichen. Wenn man weiterfährt bis nach Puttgarden, kann man auf die Fähre gehen und ist in Dänemark. Auch da wird eine, ich glaube, Unterführung geplant. Es ist auf jeden Fall immer eine herrliche Aussicht. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Burg, der Hauptstadt von Fehmarn.